Hallo liebe Leute hier zu dieser Vorstellung von Wrath of Heroes Online. Das hat etwas mit Warhammer Online zu tun. Ist quasi ja so ein Ableger. Also BioWare, ich glaube, ist auch BioWare oder Robby? Robby ist nämlich auch da. Hi Robby. Hi, und ich weiß gar nicht so genau. Ich kenne weder Wrath of Heroes noch Warhammer Online. Ah ja, nicht so schlimm eigentlich. Auf jeden Fall ist das eben ein Ableger von Warhammer Online, der sich aber im Prinzip darauf beschränkt, Arena zu spielen. Also ihr könnt hier einfach einloggen, sucht euch einen ja, Char aus, mit dem ihr spielen wollt und könnt dann mit dem in so eine Arena gehen. Das ist zu vergleichen mit Bloodline Champions, das kennt ihr vielleicht. Das hat Mpox mal vorgestellt. Also, ne, man loggt eben ein, kann dann direkt in der Arena, ohne irgendwie zu leveln, müsst ihr euch so vorstellen, als wenn ihr in WoW einloggt, einen Char einfach auswählen könnt, irgendeine Klasse mit einer Skillung, einfach vorgefertigtem Gear und dann direkt in eine Arena könnt. So kann man jetzt hier dann eben auch einen Char auswählen. Ihr seht jetzt hier das Menü gerade, das ist, ja, sieht alles sehr, sehr spartanisch aus, wie auch ehrlich gesagt das Spiel, oder? Also wenn man mal die Grafik, nimmt, sieht das alles irgendwie. Älter aus, auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht, ich erinnere mich gar nicht mehr an Warhammer Online selber, ob vielleicht einfach die Grafik dort so aussieht und man hier die Engine verwendet. Ich glaube es fast. Ja, man hat dann hier Freunde. Ihr seht jetzt hier Raza, der ist bei mir in der Warband. Das bedeutet, also wir können gleich zusammen spielen. Hier sieht man bei Profile, kann man sich diverse Sachen anzeigen lassen. Zum Beispiel jetzt hier ist es mein Level, Level 5. Ich habe 4 Kills, einen Support und 2 Wins gehabt. Hab also noch nicht so richtig viel gespielt. Und ja, hier kann man bei Tactics kann man so eine Art Skillsystem einbauen. Habe ich auch gerade erst entdeckt. Also es gibt halt hier diverse Skills, zum Beispiel hier Revenge. Da könnt ihr eben, nachdem ihr gestorben seid und respawnt, krittet ihr mit einer Attacke. Da könnt ihr, glaube ich, 4 Stück jeweils auswählen. Und ja, die sind allerdings noch ein bisschen. Ja, verschlossen. Hier steht es ja, ne? Man muss das Ganze erstmal kaufen. Anscheinend ist halt ein Free-to-Play-Game. Von daher muss man dann natürlich einige Sachen wirklich kaufen bzw. hochleveln, weil wir sind ja erst Level 4. Also das zu den Tactics. Hier sind die Heroes. Jetzt wisst ihr vielleicht, was ich mit sparsamer Grafik meinte. Die sehen halt alle so ein bisschen komisch aus. Ich habe jetzt gerade diesen Typen hier gespielt. Ja, und wenn man so anschaut, wie er aussieht, ne, sieht halt jetzt hier ein bisschen seltsam aus. Naja, er hat auf jeden Fall eine Geschichte. Er hat Abilities bzw. theoretisch Stats, die sind natürlich dann von mir, die sind aber im Moment noch nicht implementiert, weil es ja nur eine Beta. Und man kann diverse Skins auswählen dafür. Ich wähle zum Beispiel den hier aus und habe dann den für den abgespeichert. Man kann sich hier die letzten Game-Statistiken angucken, wenn man mal raufschaut. Ja, ist ganz toll. Der obere hat 66 Kills, beziehungsweise 22 Kills. Und ganz unten bin ich hier, ja, mit 3 Kills. Also es gibt in so einer Arena immer 3 Teams. Das lilane, orange oder ja, rot, rot-orange würde ich sagen, und grüne Team. Und die treten gegeneinander an. Ja, Achievements, Erfolge gibt es auch, die sind aber noch nicht implementiert, genauso wenig wie das Store. Da wird man wahrscheinlich neue Champions oder Helden kaufen können, diverse andere Sachen. Ihr kennt das aus diesen ganzen Free-to-Play-Games. Das Ganze ist, wie gesagt, noch in der Beta, daher noch nicht final. Und wir zeigen euch halt hier wirklich nur die ganz normale Beta. Ja, ich würde sagen, Robby, wir fangen mal an, oder? Aha, hau mal rein. Ich drücke mal Bin auf mal Play gespannt. Now. Und mal schauen, es gibt hier verschiedene Arenen auch. Du hattest gerade eine andere. Ich kenne bisher nur eine, da muss man einfach nur den Gegner töten und wer zuerst 500 Kills hat, der hat gewonnen. Du hattest jetzt gerade aber noch so eine andere. Was musstest du da machen? Ja, da gab es insgesamt, glaube ich, 4 Punkte. Drei so normale Punkte und eine Art Hauptpunkt in der Mitte und die musste man halt capturen und dann halten. Ah Und ja. dann hat man eben Punkte gesammelt. Okay, also ist im Prinzip Arena-BG. Im Schnellformat, weil ja, man sieht ja hier, ne, das Ganze dauert nicht so ewig. Man geht halt in so eine Kö, wird dann irgendwann mit anderen Leuten zusammengeschmissen, muss halt nicht leveln, sondern kann sich eben die Champions da einfach so zusammenstellen. Lustig ist auch, dass man innerhalb der Arena den Champion noch wechseln kann, ne? Finde ich sehr interessant. Ja, finde ich auf jeden Fall positiv.
Also wenn man stirbt, hat man die Möglichkeit, entweder auf Respawn zu drücken, also dann erscheint man einfach wieder am Eingang, auch wenn man nichts macht. Nach einem Timer wird man dann dort einfach wieder erscheinen. Und die andere Möglichkeit ist eben, dass ihr den Held wechselt. Ja, also ihr könnt einfach den Held wechseln in dieser Zeit. Zeige ich euch auch gleich nochmal und dann einfach was völlig anderes spielen. Ich habe zum Beispiel gerade drei gänzlich verschiedene Typen gespielt, ja. Und ja, jetzt sind wir hier in der Arena. Und das glaube ich die ich schon kenne. Ja, ich spiele nochmal den Corrid, den kann ich zumindest verhältnismäßig. Oder welche ist das? Oh. Hier war ich auch Das ist schon gar mal nicht die drin. ich Spielst kenne, du oder? wieder Doch, die? ja, das die ich kenne. Da muss man einfach nur töten, ne? Also man hat hier oben rechts ist eine Minimap, da zeigt auch an, wann es anfängt. Und hier unten, da seht ihr ja rot, beziehungsweise orange ist, finde ich hier mehr grün und blau. Und ja, die sagt halt einfach aus, wann oder wie viele Kills man dort hat. Wer als erstes 500 hat, der hat gewonnen. Ich mache mal kurz den Sound noch leiser, damit man mich besser versteht und dich. So, komme nach. Ja, ich habe übrigens mal einen anderen Skin aktiviert. Das ist auch sehr interessant. Sonst war ich immer grün. Jetzt muss ich dich, nee, muss ich die anderen töten. Du bist ja auch bei mir, ne? Ja, ich bin dann. Ah, gut. Ja, man kann dann halt hier, ne, hat hier 5 Skills jeder, also auch jetzt nicht so unendlich viele, sondern relativ übersichtliche Fähigkeiten noch. Und ja, bisher muss ich sagen, war das alles immer sehr, sehr unorganisiert, zumindest was ich gemacht habe. Ich weiß gar nicht, ob, was weiß ich, wer trifft mich denn hier? Siehst du das? Hä, nein. Keine Ahnung, wer hier überhaupt auf mich schießt gerade. Ich habe relativ viel HP verloren. Ich gehe mal hier ein bisschen in Deckung, weil man reckt einfach, indem man ein bisschen abwartet. Oh, schießt hier Insgesamt ein von bisschen hinten. durcheinander. Oder? Insgesamt ein bisschen durcheinander gerade das Schlachtfeld. Ja, Alle das ist kämpfen irgendwie immer irgendwo so. verteilt. Geht. Also gegen wir bisher so zumindest. Oh. Wir können ja gleich mal gucken, dass ich auch mal sterbe. Sollte sich bewerkstelligen lassen, hier sind nämlich Leute gerade hinter mir her. Aber irgendwie beachten die mich nicht. So. Warum auch? Würde mich Oh, auch nicht jetzt bin ich beachten. gestorben. Immer einen anderen Held hier. Ja, das werde ich auch mal machen. Und zwar habt ihr jetzt hier, seht ihr die Möglichkeit, in 8 Sekunden ist die nächste Welle und dann spawnt man mit allen zusammen. Oder aber man wechselt hier einen neuen Held. Mache ich jetzt einfach mal. Und zwar auch den hier mal Ambush und Stealthy. Und dann logge ich Respawn ein und gucke einfach mal, was der so kann. Hier unten steht auch so die Statistik, also zum Beispiel gegen diese Typin habe ich schon öfter verloren. So, jetzt gucke ich mal, wo ist denn hier überhaupt Stealth? Cloak of Shadows. Ah, jetzt bin ich glaube ich hier im Schatten eingehüllt. Ich weiß gar nicht, nur eine bestimmte Zeit oder generell? Das ist ein bisschen nervig, ach Quatsch, ja, bitte. Ich laufe hier hinter einem Orangenen her und denke, den kann ich umbringen. Geht aber gar nicht. Komme ich jetzt gar nicht so mit klar hier mit der. Ist auch ein bisschen doof, finde ich, dass man ja nicht so schön sehen kann, wenn man nichts hat. Wie läuft es bei dir, Robby? Hast du so für Statistik? Ich sterbe jetzt Oh. erstmal und wähle, glaube ich, wieder meinen anderen hier. Den Meine habe ich jetzt. Statistik ist, glaube ich, nicht ganz so positiv. Aber ich kann die Magierin empfehlen, die macht echt Spaß. Da habe ich meinen ersten Kill mitgemacht. Oh, okay. Ja, ich bin jetzt hier mal wieder dieser Jäger. Also grundsätzlich finde ich das schon ganz interessant. Allerdings die Grafik ist schon echt, also ich finde die persönlich noch schlechter wie die WoW-Grafik, oder? Ah. Ich Aber habe vielleicht sowieso liegt es nichts an gegen die WoW. WoW-Grafik. Ja gut, WoW ist halt dieser Comic-Stil. Ich denke mal, daran liegt das einfach, ne? Da muss man. Ja, die hier sieht halt noch ein bisschen primitiver aus, ne? Ja, irgendwie schon, ja. So, die haben wir auch getötet. Hier wieder so ein Typ an. Ja, wie steht's denn überhaupt für unser Team? Also ich gewinne ja, ehrlich gesagt. Bisher habe ich nur gewonnen, aber ob Wir führen das. auch. Siehst du unter der Karte da die Naja, Punkte? ich sehe das wohl, aber ich Ah. muss mich gerade jetzt hier mal in Sicherheit versuchen zumindest zu bringen. Ja. Ist aber sehr eng hier. Hier ist gerade keiner. Ich verstecke mich mal. Aber ich glaube, ich habe hier so eine Seuche gehabt. Ja, ich habe jetzt Ah, ich 2 auch. HP. Ist also sehr
ja, um es vorsichtig zu sagen, schlecht für mich. Ja, aber ihr seht jetzt hier, aus irgendwelchen Gründen, müssen wir ganz krasse Spieler bei haben, führen wir mit 276, 86 Kills. Die anderen haben um die 200 rum, von daher relativ wenig. Jetzt fange ich an zu regenerieren. Geht, sobald man in so einer Regenerationsphase ist, immer schneller. Ne, ihr seht das jetzt, geht es relativ fix hoch. Und ja, ich bin gleich schon wieder voll. Dann kann ich mich wieder ins Kampfgetümmel stürzen und hoffe, ich ein paar Leute töten. Oh, ich Ich weiß glaube, ich gar nicht, habe ob man hier gerade meinen irgendwie. Kill gemacht. Bitte? Ich glaube, ich habe gerade meinen zweiten Kill. Wow. Ja, Ja, können wir krass, uns ja ne? hinterher in der Statistik angucken. Ich bin jetzt wieder voll und komme jetzt voll rein. Ist natürlich doof, also es dauert relativ lange. Einfacher wäre irgendwie, wenn man einfach irgendeinen Skill benutzen könnte, mit dem man sich heilt, finde ich, ne? Aber. Gibt bestimmt auch noch Supporter-Klassen. Kann Ich weiß sein, nicht, ob die ja. momentan Also, schon wir haben dabei uns sind, jetzt noch nicht später. alle Klassen wirklich angeguckt, muss man sagen. Aber, ja. Ne, das sind ja wirklich. Sind ja auch noch nicht so viele, ne? Da werden noch schon Ne, einige ich denke, die dazukommen. werden sie halt, ja. Ich weiß auch gar nicht, wann das Spiel rauskommen soll, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich Kann ich euch ehrlich bin, jetzt weiß ich das zumindest auch noch was sagen? nicht. Ich habe davon das erste Mal gehört auf der Gamescom. Und habe mir gedacht, das muss ich mir auf jeden Fall mal angucken, das Spiel. Weil ich diese Art durchaus interessant finde. Fand es auch bei Bloodline Champions durchaus Mist. Interessant allerdings, ja, finde ich die Umsetzung nicht ganz so schön. Die Steuerung gefällt mir nicht ganz so gut. Die finde ich jetzt hier schon besser. Also ich sag mal, wenn ich mich ein bisschen hier, glaube ich, mit den Champions vertraut machen würde, also ne, wir spielen es ja nur an, weil wir natürlich auch nicht so viel Zeit haben, dann wäre das schon eine interessante Sache auf jeden Fall. Also ist zumindest meine Ja, macht schon Einschätzung Spaß. ein interessantes Spiel. Schnell mal PvP führst du durch, ne? Genau. Das ist halt das Positive daran, finde ich. So, also wir scheinen hier wieder zu gewinnen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Wäre mein drittes Spiel und mein dritter Sieg. Ich sag euch ganz ehrlich, es liegt nicht an mir, ja? Nee, passt schon, mache ich auch gerne, dass ich das Spiel hier gewinne. Ja, du carries mich halt, ne? Ja, klar. Ja. Das ist halt echt nett von Robby, finde ich, oder? Wo bin ich? Ja. Weil dann Ja, auch gar ich keine muss Gegenleistung. aufpassen, dass Mach das ich einige gerne. Sachen hier nicht so. Ach, guck mal, da oben. Die blauen fahren wir jetzt einfach mal in ihrem Eingang ab. Die kommen schon gar nicht mehr raus, seht ihr, Leute? Die solche Angst. Ich hätte auch natürlich Angst vor mir, aber. Das kommt doch auf mich Ja. zu hier. Geh weg, du! Stirb! Oh, wir sind Grüne. Oh, jetzt haben sie mich wieder umgebracht, ey. Also, jetzt bin ich hier geroutet worden. Sehr gut gespielt von denen, ne? Ich bin geroutet worden, wie ihr seht, und dann kam halt ein Schurke. Wie ihr gerade gesehen habt, braucht ihr ewig, um überhaupt hinzukommen. Ja, ich habe jetzt hier natürlich nur einen Champ bisher gespielt. Tut mir auch leid, dass ich euch da nicht mehr gezeigt habe, aber es sollte halt hier nur eine ja, kleine First Look, ne, in das Spielprinzip und was so alles kann zeigen. Vielleicht, wenn ich das Wochenende noch Zeit habe, ihr habt ja gerade die Testing-Zeiten gesehen, werde ich mal ein paar mehr anspielen und mich vielleicht auch mal ein bisschen weiter noch damit beschäftigen. Als statt hier nur so einen Einstieg zu liefern und dann werden wir uns auf jeden Fall vielleicht auch mal ein paar mehr Champions angucken können. Jetzt bin ich hier gestunt, versuche abzuhauen, aber nee, klappt nicht mehr. So, dass man halt, wobei ich kann noch mal gucken, wie heißt die Magierin? Weiß ich ehrlich gar nicht so genau. Oh, Hm. Victory. Oh, ja, Victory. Mensch, ich bin nicht letzt. Ja, bin ich wahrscheinlich, ne? Nee, auch nicht. Nee, du bist zwar hier, aber. Ja, wie viele? Du hast Hä, wie habe ich denn 24 das Kills? geschafft Ich vor 12. langem? Ne, gar nicht. Hoho. Score. Du hast 8 8 Kills. Hohoho. Kills? Ich hab 4. Meine Ja, nicht Güte, habe ich schlecht. gar nicht mitgekriegt, dass ich 8 Leute getötet habe. Ja, so kann's gehen, ne? Ich habe jetzt Und 2 gezählt. Level 6, danach habt immerhin. ihr übrigens die Übersicht nochmal auch hier, ne? Also könnt ihr euch das alles angucken, ne? Last Game Stats ist halt da. Und dann könnte man halt nochmal spielen. Müsste nur bestätigt werden, glaube ich, von Robby. Der hat das noch nicht bestätigt. Kann Das ginge dann. bestätigen. Also, am 5. November kann man nochmal testen, das werde ich auf jeden Fall machen. Und ja, euch
Ich finde hier den Kommentar, den Soul, wenn ihr das mal reinguckt, ja, das Spiel ist wie von einem schlechten Spielers, der, ne, feuchte Traum im Moment, so kann man das frei übersetzen. Also der Traum eines, der feuchte Traum eines schlechten Spielers, so rum, wäre es wohl richtig in Deutsch. Und ja, das stimmt schon, also es hat auf jeden Fall, ne? Aber klingt interessant. Das macht Lust auf mehr, ist, denke ich, ja wirklich nur die erste Beta-Phase. Von daher, lasst euch überraschen, wie sich das Spiel noch entwickelt. Ob ich jetzt, wie gesagt, noch ein Video davon mache in dieser Phase der Beta oder ob wir ein bisschen warten, bis das ein bisschen weiter vorangeschritten ist, kann ich euch noch nicht sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt einen kleinen Einblick bekommen. Ja, und danke Robby auch, dass er mitgemacht hat, ne? Oh, gerne. Gerne. Das ist schön. Gerne. Möchtest du noch ein Fazit sagen zu dem Spiel? Ja, ist ganz lustig. Ist Aber auch alles, noch was nicht ich dazu so, sagen kann. dass. Ja, Naja, gut, du ich musst muss es ja mir mal nicht weiter kaufen, ne? angucken. Man muss sich ja nicht kaufen, Gott sei Dank. Ist halt free to play, ne? Ja, also Naja. noch ein Vorteil. Lohnt sich auf Gut. jeden Fall mal reinzugucken. Ja, also in diesem Sinne, ne, abonniert unseren Kanal, Facebook-Likes und so weiter. Ihr kennt das Spiel. Bis zum nächsten Mal. Euer Venien und natürlich der gute. Hobby. Genau.